Yo, servus zusammen und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich 5 Tipps für euch, die ihr beim Kauf von Smart Home Geräten beachten solltet. Auf was es ankommt, damit ihr zum Schluss auch einen wirklich nachhaltigen Nutzen daraus ziehen könnt, was ihr vermeiden solltet und was ich euch aus ganz persönlicher Erfahrung ans Herz legen kann. All das erfahrt ihr heute in diesem Video. Vorab noch eine kurze Ankündigung, und zwar ist das der erste Teil meiner neuen und auch ersten Serie auf diesem Kanal hier. Das heißt, es wird in Zukunft weitere Ausgaben von diesem Format geben und das nicht nur zum Thema Tipps für Smart Home Käufe, sondern um das gesamte Thema Smart Home. Wenn euch das interessiert und ihr Lust darauf habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Jetzt würde ich aber sagen, fangen wir direkt an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Let's go! Fangen wir direkt an mit Tipp Nummer 1. Ihr solltet euch vorab klar machen, was eure Anforderungen und Bedürfnisse sind und was ihr haben wollt. Und dann demnach auch kaufen. Denn es bringt absolut nichts, einfach wild drauf loszukaufen und sich zu denken, ja, wird schon funktionieren. Das ist Quatsch, das muss nicht sein. Es macht wirklich Sinn, sich vorab mal Gedanken darüber zu machen, okay, was will ich denn haben? Was soll das Gerät denn können? Nehmen wir mal als Beispiel, ihr wollt euch smarte Heizkörperthermostate kaufen. Dann lest ihr euch vorher einfach mal in aller Ruhe die Artikelbeschreibung durch. Guckt, was der Hersteller alles angibt, lest euch vielleicht die ein oder andere Kundenrezension durch, guckt euch vielleicht ein Video dazu an, wo das Produkt wirklich getestet und auch beschrieben wird und vergleicht es dann mit euren eigenen Anforderungen. Zum Beispiel, will ich das Ganze nur übers Handy steuern oder will ich das Ganze auch über Sprachassistenten bedienen? Wenn ja, welche Sprachassistenten? Will ich das über die hauseigene App bedienen oder aber zum Beispiel in Apple HomeKit? Will ich das Ganze zusammen mit anderen Smart Home Geräten im Rahmen einer Automatisierung verwenden? Soll die Thermostate automatisch ein geöffnetes Fenster im Raum erkennen, sodass sie die Heizung abdrehen und keine unnötige Wärme verschleudert wird. All das sind Dinge, die wirklich wichtig sind und auf die ihr auch stets achten solltet. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für Überwachungskameras. Was soll es denn für eine Kamera sein? Soll die akkubetrieben sein oder aber strombetrieben? Wenn ja, habe ich in der Nähe einen Stromanschluss zur Verfügung? Welche Videoqualität will ich denn haben? Reicht mir Full HD oder will ich vielleicht 4K? Soll die Kamera zwischen Menschen, Tieren und anderen Bewegungen unterscheiden können? Versteht ihr, all das sind Dinge, die wichtig sind. Und da denkt jeder unterschiedlich. Einigen ist es völlig egal, die brauchen einfach nur ein simples System. Andere wie ich zum Beispiel haben eben gerne etwas mehr Komfort. Das hört sich jetzt vielleicht kompliziert und sehr aufwendig an, das ist es aber überhaupt nicht. Wenn ihr Hilfe braucht, lasst euch da aber auch gerne beraten. Zum Beispiel, wenn ihr im Markt seid von den Mitarbeitern vor Ort. Auf vielen Webseiten, auch auf Amazon, könnt ihr zum Beispiel auch verschiedene Produkte miteinander vergleichen. Da ist dann sauber in der Tabelle aufgeführt, was die Produkte alles können, was sie nicht können und was sie kosten. Und das fällt wirklich sehr leicht. Ach ja, übrigens, falls ihr mal Hilfe oder Beratung braucht, solltet, dann könnt ihr euch auch sehr gerne an mich wenden. Gerne in den Kommentaren unterm Video, aber auch sehr, sehr gerne über Instagram. Dort heiße ich Mr. Smart Home. Schreibt mir einfach eine DM. Link ist auch nochmal unten in der Beschreibung. Das bringt uns auch schon zu Tipp Nummer 2. Und zwar, jetzt aufgepasst, das ist super, super wichtig. Kauft Geräte nur, wenn sie auch mit dem von euch gewünschten Dienst kompatibel sind und auch die von euch gewünschten Features unterstützen. Kauft sie nicht für irgendwelche Ankündigungen und Dienste, die sie angeblich in naher Zukunft unterstützen. Nehmen wir mal als Beispiel, ihr wollt euch eine Überwachungskamera kaufen. Und der Hersteller kündigt an, dass diese Kamera innerhalb von, sagen wir mal, 2 Monaten eine Unterstützung für Apple HomeKit erhalten soll. So, was macht ihr jetzt? Ihr wartet, bis diese Unterstützung auch wirklich offiziell vorhanden ist. Aber warum eigentlich? Nicht selten kommt es vor, dass Hersteller Software-Updates und Unterstützungen für bestimmte neue Features und Funktionen ankündigen, doch die Termine sich dann teilweise bis zu mehrere Monate verzögern und im schlimmsten Fall sogar ganz abgesagt werden. Und dann steht ihr da mit euren Sachen. Von dem her, schreibt euch diesen Merksatz irgendwo hin auf, wo ihr ihn immer lest und nie wieder vergesst, weil das ist wirklich super, super wichtig. Geräte nur für das kaufen, was sie auch wirklich unterstützen. Nicht für das kaufen, was sie vielleicht irgendwann mal unterstützen. Kein Mensch kann in die Zukunft schauen. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 3. Kauft nicht so viele verschiedene Marken. Dieser Tipp ist vor allen Dingen für diejenigen relevant, die eventuell mit dem Gedanken spielen, sich in Zukunft ein größeres Smart Home aufzubauen. Das heißt, im Idealfall achtet ihr also bereits von Anfang an darauf, nicht zu viele verschiedene Marken durcheinander zu kaufen, denn glaubt mir, es bewährt sich im Nachhinein. Denn ich denke, einige wissen, was ich meine. Man gerät dann nach einer Zeit so ein bisschen in eine Zwickmühle, weil man den Überblick zwischen
zwischen den ganzen Gerätschaften einfach verliert. Man hat zig verschiedene Apps auf dem Handy und dann ist das nicht mit dem kompatibel und das ist damit nicht kompatibel und dann gibt's hier Probleme. Glaub mir, das ist nicht schön. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe das Problem heutzutage zum Glück nicht mehr, aber ich kann euch nur empfehlen, macht nicht denselben Fehler. Und ja, ich weiß, es ist gar nicht so einfach, den Rahmen an verschiedenen Marken möglichst klein zu halten. Es gibt aber auch Hersteller, wie zum Beispiel Homematic IP, die bieten ein sehr umfangreiches Spektrum an nahezu allem, was man im Bereich Smart Home so kennt. Das beinhaltet zum Beispiel smartes Heizen, Türschlösser, Klimatisierung, Alarmanlage, Rauchmelder und so habt ihr sehr viele Produkte von einem Hersteller in einer App. Wer aber wie ich zum Beispiel auch sagt, nee, ich kann doch nicht so wirklich auf diese Markenvielfalt verzichten, weil eben auch jeder was anderes anbietet und dann natürlich die Geräte auch mit unterschiedlichen Diensten kompatibel sind. Für die oder denjenigen könnte zum Beispiel Apple HomeKit die Lösung sein. Da könnt ihr auch alles aus einer App steuern und müsst euch keine Gedanken darüber machen, für das Gerät brauche ich jetzt die App und so weiter und so fort. Aber so kann man sich dann aus mehreren Marken ein einheitliches System aufbauen. Und für alle, die das Problem dennoch haben und vielleicht sagen, ja, sie sind mit HomeKit noch nicht so ganz vertraut und es sind vielleicht auch noch zu wenig Produkte untereinander kompatibel, den kann ich da eigentlich ganz gut Trost zusprechen, denn es ist ja bereits im letzten Jahr der neue Smart Home Standard Meta gestartet. Für alle, die nicht wissen, was Meta ist oder was das bedeutet, hier ein kurzer Abriss dazu. Meta ist ein einheitlicher und lizenzfreier Verbindungsstandard. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine einheitliche Sprache, die von Menschen gesprochen wird, beispielsweise Englisch. Und auf dem gleichen Standard basiert auch Meta. Es soll nämlich die Fragmentierung und die Konnektivitätsprobleme zwischen verschiedenen Anbietern und Produkten reduzieren und somit dafür sorgen, dass man ein möglichst einheitliches und störungsfreies Smart-Home-System aufbauen kann. Der Plan ist also, dass möglichst alle Hersteller und Geräte diese einheitliche Sprache sprechen. Leider hat das bisher noch nicht so wirklich Fahrt aufgenommen und es geht noch mäßig zähfließend voran. Ich bin aber relativ guter Ansicht, dass das jetzt diesen Herbst dann so langsam ein bisschen Schwung aufnimmt. Philips Hue zum Beispiel hat angekündigt, dass sie jetzt endlich das Meta-Update ausrollen werden und auch Eve hat weitere Geräte für den neuen Meta-Standard vorbereitet, die jetzt auch so Ende November dann aktualisiert werden. Ich halte euch, was das angeht, also auf jeden Fall auf dem Laufenden. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 4 und dabei dreht sich alles um das Thema Abo. Das ist auch ein super wichtiges Thema, denn viele Hersteller setzen heutzutage auf ein Abonnement System. Das heißt, dass ihr einige Funktionen für das Gerät nur dann freigeschaltet bekommt, wenn ihr ein Abo abschließt und dann dementsprechend monatlich oder jährlich dafür bezahlt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ha, ich schließe das Abo einfach nicht ab, brauche ich doch eh nicht. Und die Hersteller dürfen einen ja auch nicht dazu zwingen oder irgendwie, dass das eine Voraussetzung ist, ein Abo abzuschließen. Aber man wird halt doch so indirekt dazu gezwungen, sage ich jetzt mal, weil leider die eigentlichen smarten und nützlichen Funktionen dann von diesem Abonnement mit inbegriffen sind. Das heißt, ihr haltet ihr nur, wenn ihr eben bezahlt. Und das kann unter Umständen dann teilweise wirklich dazu führen, dass ihr das Gerät dann ohne Abo gar nicht anständig benutzen könnt. Ein ganz klassisches Beispiel dafür sind Überwachungskameras. Da setzen die meisten Hersteller auf ein Abo-System, damit zum Beispiel die aufgezeichneten Videos in der Cloud des Herstellers gespeichert werden und sämtliche Funktionen und Features freigeschalten werden. Wie zum Beispiel, dass die Kamera zwischen Menschen und anderen Bewegungen unterscheiden kann oder aber auch, dass ihr Live-Videos direkt aufzeichnen könnt. Wenn ihr da kein Abo abschließt, dann ist es in vielen Fällen so, dass ihr nur die ganz standardmäßigen Funktionen habt, wie zum Beispiel Live-Ansicht und Benachrichtigung bei erkannter Bewegung. Das war's dann aber auch. Es werden keine Videos aufgezeichnet, nix. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber in meinen Augen ist das absoluter Quatsch. Ich bezahle doch nicht für ein Gerät Geld, was ich dann im Nachhinein aber nur nutzen kann, wenn ich wieder Geld bezahle und das monatlich oder jährlich. Das hat in meinen Augen mit dem Thema Smart Home und smarter Nutzen gar nichts zu tun. Aber hey, wenn euch das nicht abschreckt und ihr sagt, okay, ich habe kein Problem damit, monatlich Geld zu bezahlen und ich bin damit fein, alles gut, da will ich keinem ein schlechtes Gewissen einreden oder das irgendwie schlecht reden. Auf gar keinen Fall, um Gottes Willen. Nur ich denke mal, die meisten von euch haben keine Lust, extra im Nachhinein noch Geld zu bezahlen. Deswegen empfehle ich euch, schaut immer genau auf die Herstellerangaben und auf die Artikelbeschreibung. Wenn ihr im Laden seid, checkt die Verpackung, lest vor allem das Kleingedruckte, da steht das nämlich dann meistens mit drauf. Und vor allem, wenn der Hersteller auf ein Abo setzt, guckt nach, was in diesem Abo mit inbegriffen ist. Ob das jetzt nur für ein paar
Zusatzfeatures dient, die ihr aber vielleicht jetzt nicht unbedingt braucht, oder ob das aber wirklich essentiell ist und man eigentlich sonst das Gerät sowieso vergessen kann. Wenn ihr online nachschaut, dann haben die Hersteller meistens in der Beschreibung dafür auch so eine Tabelle aufgeführt. Da ist dann ordentlich aufgeführt, was ihr ohne Abo alles für Funktionen erhaltet und was ihr mit Abo für Funktionen erhaltet. Und dann könnt ihr auch verschiedene Produkte miteinander vergleichen. Es gibt natürlich, klar, es hat beides natürlich seine Vor- und Nachteile, das muss man fairerweise sagen. Aber ich persönlich würde euch in jedem Fall von einem Abo abraten. Man hat im Alltag definitiv genug Abos und Kosten, da braucht man nicht auch noch hier für seine Überwachungskamera oder Heizkörperthermostat eine Abrechnung. Man kann das in den meisten Fällen tatsächlich auch so ein bisschen am Preis der Produkte festmachen. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern, das ist klar. Aber in vielen Fällen ist es so, dass die Produkte der Hersteller, die auf kein Abo setzen, etwas teurer sind und die Produkte der Hersteller, die auf ein Abo setzen, werden meistens etwas günstiger verkauft. Also kann man sich im Großen und Ganzen da tatsächlich auch einen Merksatz draus zusammenleiten und der lautet wie folgt: Lieber am Anfang etwas mehr Geld investiert, als im Nachhinein dann monatlich oder jährlich zur Kasse gebeten. Kommen wir nur noch zu Tipp Nummer 5, Datenschutz. Ein sehr wichtiges Thema, was man auf keinen Fall vernachlässigen oder ignorieren sollte. Gerade in der heutigen Zeit ist das sehr relevant geworden. Und dieses Thema ist auch ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, manche sehen das total harmlos und haben damit überhaupt gar kein Problem. Für andere ist es aber das A und O und denen ist super, super, super wichtig, was mit ihren Daten eventuell passiert oder passieren könnte. Und das ist auch vollkommen berechtigt. Es ist in der heutigen Zeit mit dem Thema Datenschutz wirklich teilweise ein echtes Problem und man sollte sich schon darüber im Klaren sein oder zumindest vorher darüber informieren, was mit seinen Daten denn passiert. Und das heißt nicht, dass man sich von den Herstellern alle möglichen AGBs, Datenschutzrichtlinien und allgemeine Geschäftsbedingungen bis ins kleinste Detail und ins tiefste Nirvana durchlesen muss. Nein, 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 nein. Das kann man natürlich machen, wer es ganz genau nimmt. Die Hersteller haben da teilweise ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Anforderungen, wie sie das mit dem Datenschutz managen. Es gab aber in der Vergangenheit auch von Herstellern, die angeblich behauptet haben, dass sie trotz Cloud-Speicherung und Ablegung auf irgendwelchen externen Servern sicher sind, es aber dann doch mal zu Datenlecks kam. Und da finde ich, fragt man sich dann schon, sind meine Daten überhaupt noch sicher? Man kann natürlich nicht in die Zukunft sehen und gucken, was vielleicht noch kommt, aber man kann es sehr gut vorbeugen. Zum Beispiel damit, dass man nur Markenprodukte kauft. Das heißt, ich würde euch auf jeden Fall davon abraten, irgendwelche Billig-Discounter-Smart-Home-Produkte zu kaufen, die mit den Systemen führender Hersteller kompatibel sind. Und damit meine ich jetzt nicht Beleuchtung oder so, sondern so Technik, die wirklich in die Privatsphäre eingreift und auch für eure Sicherheit dann zuständig sein soll. Also Überwachungskameras, Türklingeln, Alarmsysteme und so weiter und so fort. Also davon würde ich auf jeden Fall die Finger lassen. Ich weiß, der Preis ist meistens verlockend, aber man weiß dann eben halt doch nicht so recht, was vielleicht mit den Daten passiert und auf welchem Server die landen könnten. Und ansonsten, wenn euch das Thema Datenschutz sehr wichtig ist, dann macht es durchaus Sinn, Hersteller auszuwählen, die nicht auf einen Cloud-Speicher setzen. Das heißt, wo eure Daten nicht auf den Servern des Herstellers landen, sondern bei euch zu Hause gespeichert werden, beziehungsweise im besten Fall gar nicht erforderlich sind. Weil es gibt nämlich Hersteller, die setzen nicht mal eine Anmeldung voraus. Das heißt, ihr müsst weder einen Namen noch E-Mail-Adresse noch sonst irgendwas angeben. Ihr könnt das System einfach benutzen. Und das ist natürlich gerade für die, die es mit dem Datenschutz sehr, sehr streng sehen, eine super Sache. Es gibt auch Überwachungssysteme, die speichern die Daten komplett zu Hause und haben nichts mit dem Hersteller zu tun. Also da wird nichts in irgendeine Cloud hochgeladen oder so. Wenn ihr euch speziell dazu ein Video wünscht, in dem ich ein paar empfehlenswerte Hersteller nenne und was die alles so an Datenschutz bieten und auch an Produkten, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare rein, dann mache ich das sehr gerne. Wie gesagt, das Thema Datenschutz ist nicht so ganz einfach und viele sehen es auch sehr, sehr streng, was, wie gesagt, berechtigt ist. Aber ich bin sicher, mit dem entsprechenden System und der Vertrauenswürdigkeit des Herstellers, da können auch die Skeptiker schlussendlich zufrieden sein. So Leute, dann hoffe ich doch mal, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, dann ab damit in die Kommentare. Lasst es mich dort auch gerne wissen, ob euch das Format gefallen hat, dann wird es in Zukunft weitere Ausgaben davon geben. Ansonsten lasst wie immer gerne ein Like da und wenn euch das Thema Smart Home und Technik für zu Hause interessiert und gefällt, dann seid gerne herzlich dazu eingeladen, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren und am besten gleich auch die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr in Zukunft nämlich nichts mehr. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!